Guten Abend, liebe Zuschauer. Mögen Sie sich erinnern, 1979. Ein eigenartiges Auto mit einem einzigartigen Antriebskonzept. Der Subaru. Boot von der Fuji Heavy Industries in Japan ist als Stationswagen in der Schweiz eingeführt worden. Ein Personenwagen mit Frontantrieb und zuschaltbarem Vierradantrieb. Vorteil von dem, besser in der Kraftübertragung bei winterlichen Verhältnissen, aber auch bei Regen und auf schlechten Strassen. 1980 sind in der Schweiz 6.727 Subaru verkauft worden. Und heute sind es bereits über 50.000. Sicher hat neben dem Konzept auch die unschlagbare Qualität und Zuverlässigkeit von Subaru zu dem grossen Erfolg beigetragen. Es hat sich übrigens auch umgesprochen, dass zum Beispiel in der Pannenstatistik vom TCS Subaru am günstigsten dasteht. Ja, Subaru war immer eine spezielle Autofirma. In Japan nicht unbedingt die grösste, aber vielleicht durch den Flugzeugbau ein bisschen ein Pionier. 1984 dann hat es im Subaru-Programm drei bedeutende Neuigkeiten gegeben. Der Wagon, man sagt einmal das Ei des Columbus, als erster Kleinbus mit zuschaltbarem Vierradantrieb. Der Justy, 3- und 5-Türig, der Vertreter der Kleinwagenkategorie, der in der 1-Liter-Klasse bis heute einzigartig ist. Und die neue 1,8-Liter Subaru-Generation, der Sedan, der Station, der Superstation. Alle drei mit modernem, aerodynamischem Design und technischen Leckerbissen. Ein Beispiel. Mit dem automatischen Getriebe ist die durch Tastendruck vorwählbare 4WD-Automatik kombiniert. Sie schaltet den Vierradantrieb automatisch zu, wenn stark Gas gegeben oder gebremst wird oder wenn die Scheibenwischer eingeschaltet werden. Ja, liebe Zuschauer, wie sieht es 1985-86 aus? Die neuen Höhepunkte im Subaru-Programm, der Sedan und der Superstation mit dem 136 PS Turbomotor, mit elektronischer Benzinspritzung und mit einem neuartigen Fahrwerk. Federung und Dämpfung wird von elektropneumatischen, durch Sensoren gesteuerten Elementen übernommen. Ein automatischer Ausgleich sorgt für ein belastungsunabhängiges Niveau. Unterhalb 80 km in der Stunde kann die Bodenfreiheit um einige Zentimeter erhöht werden. Über 80 km senkt sich der Wagen automatisch auf das tiefere Niveau. Dazu die Variante vom Sedan, der RX, mit der sportlichen abgestimmten mechanischen Einzelradaufhängung. Und die neueste Überraschung ist der revolutionäre Sportwagen. Subaru XT 4WD Turbo. Die außergewöhnliche Formgebung geht bis ins letzte Detail. Windschlüpfrige, keilförmige Karosserie, aerodynamisch gestaltete Aussenspiegel, versenkbare Skiwerfer, fugenlos verklebte Windschutzscheiben und aus dem Flugzeugbau über noch nie versenkbare Türgriffe. Der 1,8 Liter Lichtmetallboxermotor mit obenliegenden Nockenwellen, mit elektronischer Einspritzung und Turbolader, beschleunigt von 0 auf 100 in weniger als 10 Sekunden. Ich glaube, ich darf stolz sein, dass ich Ihnen die modernste Vierradantriebskonzeption vorstellen durfte. Eine Konzeption, die ja auch langsam von der Konkurrenz übernommen wird und die zum Beispiel auch die Basis der Wettbewerbsfahrzeuge in der Rallye-Weltmeisterschaft ist. Alle Subaru sind top ausgerüstet. Mit der bekannten Subaru-Qualität und Zuverlässigkeit und zu ganz günstigen Preisen. Wie günstig, das darf ich Ihnen da leider jetzt nicht sagen. Aber gehen Sie doch einfach zum nächsten Subaru-Händler, der sagt es Ihnen gern. Und zudem freut er sich Ihnen die neuen, leislichen und kräftigen Subaru vorstellen. Jetzt wünsche ich Ihnen allen noch einen recht schönen Abend.